800 Euro? Einfach so einmal kurz einkaufen gewesen, 800 Euro weg, ja, oder was? Genau, das passiert doch nicht jeden Tag. Könnt ihr vergessen? Mama, ein paar Sachen waren auf dem Sale. Nein, ich vergesse. Könnt ihr vergessen, geht alles wieder zurück. Mama, wir haben noch, du hast 29.215 Euro übrig. Nein, wir brauchen auch Geld für schlechte Tage. Emma, mein Shampoo ist alle. Max? Mario? Kann mir mal jemand ein neues Shampoo bringen, bitte? Na, hast du es dir anders überlegt mit dem Geld? Ist es jetzt dein Ernst? Kannst du eine Sekunde mal an was anderes denken als an die Kohle? Mensch zu sein? Nein. Ich komme immer noch nicht drauf klar. 30.000 Euro haben wir geschenkt bekommen von meiner Patientin Margarete. Wie soll man dann mit der Hausnummer entspannt ins Bett? Also ich konnte es jedenfalls nicht. Und dabei wusste ich noch nicht mal, ob ich das Geld annehmen sollte oder nicht. Bring mir bitte ein neues Shampoo, ich bin schon zu spät dran. Sorry, aber das ist leider leer. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, aber wenn du das Geld annehmen würdest, ne? Dann könntest du dir 100.000 Shampoos kaufen. Das ist garantiert nicht leer. Doch. Ich hab immer hier oben noch was drin. Und ich habe eine richtig coole Idee für dich, Mama. Komm mit, ich muss dir was zeigen. Aha. Hey, warte, bist du sonst? Schau, ich habe einen neuen Job für dich gefunden, wo du noch mehr Kohle verdienst als aktuell bei deinem Pflegedienst. Warum brauche ich denn einen neuen Job? Warum du einen neuen Job brauchst? Mama, das musst du doch gar nicht hinterfragen. Schau mal. Also erstens verdienst du dann mehr Kohle. Und zweitens wäre dann Frau Walter nicht mehr deine Patientin. Also offiziell nicht mehr und du würdest dich nicht mehr strafbar machen. Ey. Dann haben wir 30.000 Euro mehr auf dem Konto. Du verdienst mehr Kohle und du bist einfach nur bei einem anderen Pflegedienst. Spinnt ihr jetzt völlig alle miteinander? Hä? Ach Leute, komm. Ich hab mir so eine Mühe gegeben mit dem Frühstück. Und lass erst mal frühstücken. Oh, das riecht ja ganz schön viel Geld. Ihr kapiert's nicht, oder? Ich stell's jetzt noch ein für alle Mal hier klar. Ich werde das Geld nicht annehmen. Und ich werde das Geld auch an Margarete zurücküberweisen. Und jetzt ist mal Schluss hier. Gesundheit. Schatz, komm, setz dich erstmal hin, genieß mal das Frühstück erstmal. Ich setz doch nur, weil ihr geil auf die Kohle seid, setz ich doch nicht meinen Job aufs Spiel. Ich habe den Vorschlag gemacht. Und es gibt neues Shampoo, das ist immer oben im Körbchen. Noch nicht gesehen. Nee, hast du nicht gesehen. 30.000 Euro und ich meine, Frau Walter, die ist nicht irgendwie dement oder so. Die hat doch das Geld nicht aus Versehen überwiesen oder das Komma falsch gesetzt. Frau Walter wollte uns was Gutes tun. Und deswegen war noch ein Funke Hoffnung da, dass Svenja sich die ganze Sache doch anders überlegt. Svenja, ich dulde keinen Widerspruch. Woher weißt du denn, was ich gedacht habe? Ich kann dich doch lesen wie ein Buch. Wenn jemand das Geld verdient hat, dann jemand wie du mit so einem großen Herzen. Du, ich fühle mich echt geschmeichelt. Aber und ich bin dir auch super dankbar. Bei aller Liebe, ich kann das Geld nicht annehmen. Ich habe da wirklich kein gutes Gefühl bei. Das wird nur Ärger geben. Und wahrscheinlich werde ich mich sogar strafbar machen. Ja, aber wo kein Kläger ist, kein Richter. Von mir wird bestimmt keiner was erfahren. Margarete, Svenja, seit Jahren reißt du dir den Arsch auf. Und für deine Patienten, damit es mir gut geht und deiner Familie glücklich ist. Du hast doch auch mal Glück verdient. Und wenn dir die Entscheidung leichter fällt, dann rede ich auch mit deiner Chefin. Und um diesen rechtlichen Kram musst du dir auch keine Gedanken machen. Das mache ich schon. Bitte, Liebelein. Pass auf. Dann will ich wenigstens selbst mit meiner Chefin sprechen, okay? Das verstehe ich ja, aber ich habe noch eine andere Idee. Wie wäre es denn, wenn wir zusammen mit deiner Chefin reden würden? Du lässt nicht locker, oder? Nee. Das okay, das können wir machen. Okay, ach gut. Was Margarete da alles gesagt hat, Mensch, die hatte ja irgendwie recht. Wir haben echt viel Mist durchgemacht in letzter Zeit. Und vor allen Dingen Max, was der in den letzten Wochen durchlebt hat. Aber ich konnte mich trotzdem nicht mit dem Gedanken anfreunden. 30.000 Euro, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Hi.
Hi, Schatz. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Ja, ich melde mich dann später bei dem Typen. Anruf, E-Mail, ich weiß nicht. Der braucht eine Absage. Okay. Wo ist denn Emma? Ich glaube im Zimmer. Ich würde gerne mit euch reden. Ich rufe dich später nochmal an, ja? Ja, ich wollte noch mal zu euch kommen, bevor ich weiterarbeiten muss. Nein. Was ist das? Nein. Du nimmst das Geld an. Nimmst du das Geld an? Ja! Und was ist mit deinem Job? Woher der Sinneswandel? Ja, erzähl! Ja, ich habe mit meiner Chefin gesprochen und okay. Margarete hat auch mit meiner Chefin gesprochen. Und die hat jetzt gesagt, weil das Geld ja nicht nachverfolgt werden kann von ihr zu mir, weil sie es ja extra über eine Firma hat machen lassen. Schlingelfrau. Ja, gibt es halt keine rechtlichen Konsequenzen. Und dann hat sie ihr Go gegeben und hat gesagt, ich kann es behalten. Ich soll es halt nur nicht an die große Glocke hängen. Also heißt das, Emma kriegt ein neues Handy? Und Max einen neuen Gaming PC. Geil, finde ich richtig nice. 65 Zoll Fernseher wäre so schön. Leute, Wie, nee? Das Geld wird jetzt nicht für Klimbim rausgeschmissen. Ja, okay, ja, okay, kein Fernseher, dann, aber der PC und Handy. Und dann stehen. Soll es auf der Bank einfach liegen bleiben, Fernseher. Da irgendwie vergammeln, oder was? Oh, man macht ja 2023, Inflation. Genau. Ey, guck mal, genau, in einem halben Jahr oder in einem Jahr haben wir vielleicht noch die Hälfte oder weniger. Deswegen müssen wir jetzt hier. Nein, das ist wirklich so. Das Inflation. Ist Handys, Gaming-PCs, Fernseher, das ist Elektronik, Technik. Und das sind Investitionen. Aufsteigender Ast. Investitionen in die Zukunft oder was? Nein, ist nicht so. Ja, Klamotten kannst Leute, du immer gebrauchen. Das sind so, jetzt einmal Stopp. Ich gehe nach der Arbeit zum Geldautomaten, dann hebe ich erstmal für jeden 100 Euro ab zur freien Verfügung. Dann kann sich jeder erstmal einen kleinen Wunsch erfüllen oder einen großen Wunsch. Und über den Rest denken wir ganz genau nach. Warte mal, warte mal. Also 100, 200, 300, 300 Euro, 30.000, das ist 1%. 1% ist besser als 0%. Ja, und 10% sind noch besser. Nee, der Rest wird gespart, der wird vernünftig ausgegeben. Ich muss jetzt auch, ich muss jetzt auch wieder los und es wird nicht diskutiert. Aber es ist wirklich viel. Also ich bin auch nicht immer gern die Vernünftige. Das könnt ihr mir glauben. Aber bei meinen drei Chaosköpfen zu Hause muss einer immer mal einen kühlen Kopf bewahren. Wenn ich sonst vor so vielen Rechnungen sitze, dann habe ich immer so einen Brummschädel. Aber als ich da so mit meinem Käffchen vor den ganzen Rechnungen saß und langsam verstanden habe, dass wir mit dem Geld alle unsere Schulden begleichen können und trotzdem noch was übrig bleibt, das war schon schön. Hallo. Hallo. Na? Wir haben ein paar Sachen eingekauft, ein paar Donuts. Und wir haben dir was mitgebracht, Mama. Guck mal, weißt du, was das ist? Das ist ein ganz besonderer Kaffee. Das ist Chocolate Caramel, Caramel Cream, irgendwie sowas. Hier, probier. Der ist richtig krass. Der schmeckt? Ich habe meinen schon leer getrunken. Könnt ihr mir mal sagen, was das jetzt hier wird? Hörst du, wir haben ein paar Sachen eingekauft. Shoppen. Ja, ja. Du, halt dich fest, Mama. Ein paar Sachen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wow. Guck mal, die Schuhe. Du weißt gar nicht, wie gut die an meinen Füßen aussehen. Und dieses Kleid, guck mal. Ich hab die anprobiert, perfekt. Pass auf, guck mal. Wie angegossen. Mama, pass auf, das Highlight. Ja, ich zeig dir die Schuhe. Das Highlight, Achtung. Guck mal hier, Schatz. Geil, oder? Ey, das hat doch niemals 300 Euro gekostet. Vielleicht ein kleines bisschen mehr, aber ist doch egal. Wir haben die nämlich auch was gebracht. Mama, wir haben dir auch was mitgebracht. Hallo, Papa. Mama, die Überraschung. Ach so, Mamas große Überraschung. Guck mal, Mama, bitte, guck mal, bitte, guck mal, guck mal. Wenn ich die anziehe, ne, mit diesem Oberteil, Mama. Wenn ich mal so auf so eine Party oder so gehe, nice. Fußmassagegerät. Mama, Fußmassagegerät. Was soll ich denn damit? Wie, ja, entspannen. Schatz, du sagst doch selber immer, nach der Arbeit tun dir die Füße immer. Und außerdem hast du dir das verdient. Ja. Genau. Wir wollten einfach mal das. 150 Euro? Ach, naja, ist eins ein gutes halt, ne? Für deine Gutes. Ihr seid doch. Mama, das Konto ist noch voll. Guck mal, Mama. Mama. Guck mal, wie geil. Wir haben ein paar Euro ausgegeben. Ja, mein Gott, entspann dich mal. Das meiste ist ja noch da. Guck doch mal, was für schöne Sachen wir haben. Hast du mal Papas Kette gesehen, wie cool die aussieht zum Beispiel?
fast 800 Euro? Einfach so einmal kurz einkaufen gewesen, 800 Euro weg, ja, oder was? Nicht genau, das passiert doch nicht jeden Tag. Könnt ihr vergessen? Mama, ein paar Sachen waren auf dem Sale. Nein, ich vergesse. Könnt ihr vergessen, geht hm? Alles wieder zurück. Mama, wir haben noch, du hast 29.250 Euro übrig. Nein, wir brauchen auch Geld für schlechte Tage. 29.000 für schlechte Tage? Das gibt's doch gar nicht. Vor allen Dingen brauche ich Geld, um die Rechnung Schatz, zu bezahlen. Schatz, warte mal ruhig. Nee, ihr seid völlig übergeschnappt. Ja. Mama, aber wir haben wirklich sehr schöne Sachen geholt. Es geht alles wieder zurück. Okay. Ja, willst du jetzt auch noch Donuts zurück? Und Kaffee zurückbringen? Das könnt ihr meinetwegen behalten. Ja, aber das spinnt doch völlig. Das gibt's doch gar nicht. Die haben an einem Tag 800 Euro für Quatsch ausgegeben. Und dann haben sie noch gedacht, die können mich mit so einem Fußmassagegerät um den Finger wickeln. 800 Euro für Klimbim? Nein. Mama, bitte. Zumindest eine Tüte Nein, davon. Auch nicht eine Tüte. Mama, ich brauche sowieso neue Schuhe. Die hätte ich auch gekauft, ohne dass wir Geld bekommen Mama, wir haben dir extra Nein. Kaffee mitgebracht, Mann. In Zukunft reden wir über jede Anschaffung. Das nächste Mal bringen wir Tee mit, der beruhigt. Jessie, aber oh, die ist noch nicht da. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja. Sag mal, was ist das denn alles? Krass, du hast ja richtig gegönnt. Nee, ich habe mir nicht gegönnt. Meine Familie hat sich gegönnt. Ich bin stinksauer, echt. Wieso bist du denn jetzt so sauer? Ich habe von der Patientin ein relativ großzügiges Geldgeschenk bekommen. Und meine Familie denkt jetzt so, oh, ist ein Freifahrtschein. Ich kann mir jetzt jeden Mist kaufen, den sie wollen. Und ich wollte es eigentlich nicht mal annehmen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, jetzt kann ich gucken, dass ich das irgendwie aber das zurückbringen ist doch kann, cool. Bevor die Läden zumachen. Ich meine, so ein Geschenk, das ist doch krass, Mann. Da musst du doch auch mal dankend sowas annehmen. Ey, ich würde das für richtig cool finden, wenn man uns ein Kunde mir so ein Geschenk machen würde. Ich find's mega. Sag mal, was ist das hier eigentlich? Ein Fußmassagegerät? Heftig, ey. Das hat Mario sich gegönnt, oder was? Nee, das haben die für mich gekauft. Weil sie dachten, mir tun immer so die Füße weh nach der Arbeit. Und dann kann ich mich mal ein bisschen entspannen. Ja, aber wie süß ist denn das bitte? Ja, aber guck doch mal, das ist doch alles Quatsch. Also, ich finde, du solltest deine Einstellung dazu ein bisschen ändern. Ich meine, du hast doch all die Jahre irgendwie dir gar nichts gönnen können. So, deine ganze Familie nicht. Und es ist doch auch irgendwie mal an der Zeit. Man muss das doch auch mal so dankbar annehmen. Jetzt, ich meine, ja, du sparst gerne und das ist ja auch gut. Du kannst gut mit Geld umgehen und so weiter. Aber man muss auch mal lernen, dass man sich was gönnt. Aber 800 Euro für so einen Käse? Wie soll denn das enden, wenn wir das innerhalb kürzester Zeit so viel Geld rausschleudern? Das geht einfach nicht. Jetzt willst du das alles zurückbringen, oder was? Ach, Mensch. Also ich finde, du kannst dir ruhig mal was gönnen, wirklich. Und weißt du, man kann auch irgendwann zu viel sparen. Man muss auch das Leben genießen. Das Leben ist viel zu kurz. Man muss auch was davon haben. Ja, vielleicht. Ich kann ja noch mal drüber nachdenken. Ja, denk da noch mal drüber nach. Ich find's cool. Gerade nach dem ganzen Mist jetzt mit Max. Ja, da hast du es ja erst recht verdient, siehst du? Noch ein Grund, das alles zu behalten. Und endlich mal Spaß zu haben. Ich kann ja noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Genießt du dein neues Gerät? Ah. Oh. Du hast mich jetzt aber nicht nur wegen der neuen Schuhe so lieb, oder? Warum denn sonst? Oh. Los, her damit! Nein, her damit! Lass doch die Schuhe, ich mach Spaß, Mama. Hier los. Hä? Hm? Hier von Krach. Prügelt ihr euch jetzt schon noch um das Massagegerät, ne? Nein. Oder? Mhm. Alles gut. Ich wollte dir noch was sagen. Mir tut's leid, uns tut's leid, dass wir so ein bisschen aggro waren, dass du das Geld nicht annehmen wolltest.
Es ist ja irgendwie verständlich. Und ganz ehrlich, muss ja auch nicht sein. Klar ist cool, so viel Kohle zu haben. Was ist los? Nichts. Was macht ihr? Nichts. Ich. Bisschen aus. Ich wollte mich einfach so ein bisschen bedanken und mal was sagen. Ich habe gesagt, dass ich einfach froh bin, dass wir hier als Family sind. Weil scheiß mal auf die Kohle. Naja, Geld ist schon wichtig. Emma, jetzt mach dich beim Moment kaputt. Ja? Geld okay. Ist schön, aber so eine tolle Familie wie euch zu haben, ist viel schöner. Wirklich. Und ohne euch wäre ich vielleicht nicht mal hier, nach dem Ganzen, was passiert ist. Deswegen ist es einfach schön, euch Familie nennen zu dürfen. Danke. Das hast du aber schön gesagt. Wollte auch viel. Ich habe auch noch mal über das Geldgeschenk von meiner Patientin nachgedacht. Vielleicht sollten wir einfach mal alle fünf gerade sein lassen und uns auch mal was gönnen. Sag mal, hast du jetzt komplett den Verstand verloren? Warum? Was ist denn das für eine fette Karre? Marcel verarscht mich von vorne bis hinten. Ey, entweder du liebst sie und behandelst sie gut oder du machst Schluss. Weil sie mit Fett absaugen? Fett absaugen machen wir auch. Das ist eine riesen, ganz häufige OP bei uns. Also jeden Tag. Na super. Hör mal, das wäre doch mal eine Maßnahme für dich, oder? Hi, bin wir. Also wenn ich meinen missratenen Sohn sehe, dann kommt mir die Galle hoch. Ich hab wirklich gedacht, ihr seid erwachsene Menschen und kriegt das irgendwie hier geklärt. Ne? Aber anscheinend kriegt ihr hier gar nichts geschissen. Ist das euer Ernst eigentlich?